Dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und ich freue mich heute hier einen spannenden Interviewgast bei mir zu haben, die Conny Köpp. Conny ist Wohnkosmetikerin und wir beide werden uns im Interview gleich drüber unterhalten, was du tun kannst, um deinem Zuhause den Flirtfaktor zu verleihen und das Einladen zu gestalten für dein neues Date, für deine potenziell neue Partnerschaft. Ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Maike. Ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts bzw. Kanals. Und eine wichtige Info noch an dieser Stelle. Wir beide werden natürlich gleich in der weiblichen Form sprechen, weil wir Frauen sind. Das macht einfacher. Nichtsdestotrotz, liebe Männer, herzlich willkommen. Dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ihr seid natürlich genauso herzlich willkommen. Nur ich mag das Gender nicht. Und wenn dir natürlich gefällt, was du siehst und hörst, dann freuen wir uns, wenn du uns dein Like schenkst, wenn du dieses Video teilst oder auch eben den Kanal bzw. Podcast abonnierst. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir starten mal rein. Wir haben ja schon so ein kleines Warm-up technisch hinter uns. Ja. Mit einigen Pannen. Und insofern würde ich dich einfach mal bitten, Conny, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, abseits dieses Podcast-Interview, damit die Zuschauer einen kleinen Eindruck haben, bevor wir dann auch so richtig ins Thema gehen. Marek, ich freue mich, dass ich hier bin. Also, ich habe 2006 mein kleines Unternehmen gegründet, Wohnkosmetik. Das war so die Zeit, wo Tine Wittler hinter den Mattscheiben war und die Leute drückten sich die Nasen platt und wollten in die Wohnung der anderen spannen. Und da habe ich gedacht, das ist genau meins, das mache ich von klein auf, habe ich das immer gemacht, Dinge bewegt und merkte, was es für einen Einfluss hat auf unsere Stimmung. So, das mache ich also jetzt schon, oh Gott, so viele Jahre, so viele Jahre. Und ich habe alles gesehen und die Menschen kommen zu mir, sowohl Singles, die sagen, oh, ich möchte neu anfangen. Ich habe eine Trennung unter mir oder es ist jemand verstorben, es gibt ein neues Leben. Hilf mir, in den Räumen mich so ein bisschen zu verwirklichen und das schöner zu machen. Und es gibt ja so ein paar typische Fallen. Es geht halt um Single und um Dating. Wir können uns ja im Sommer nicht die ganze Zeit hinterm Busch verstecken. Irgendwann kommt der Moment, wo wir durch die Tür unseres Partners treten oder jemand unser Date nach uns zu uns nach Hause lassen. Und dann kann es hopp, top oder flop sein. Weil die Wohnung ist ja Ausdruck, ist ein Spiegel unserer kleinen Welt. Es ist eine kleine Welt und was immer da ist, verrät so viel. Und ich bin ja immer, speziell die Schlafzimmer, bin ich am meisten am Meckern. Aber wir können natürlich den ganzen Wohnraum mal betrachten. Und was sind so die kleinen Fallen und was sollte auf keinen, was sind No-Gos? Weil es ist so schade, man hat ein schönes Date und dann kommt man zu dem nach Hause und denkt, Scheiße. Scheiße, das ist so schrecklich, weil es nicht nur, weil es ein bisschen chaotisch ist, sondern weil es vielleicht ist es schmutzig, vielleicht ist es einfach so kühl, so kalt, so null Atmosphäre. Dann schaut man sich die Bücher an und denkt, okay, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Und dann kristallisiert sich schon so ein bisschen, ob die Reise weitergeht, Richtung Schlafzimmer auch, oder ob es hier endet. Und man geht nach dem Kaffee. Das ist sehr, sehr aufschlussreich, eine Wohnung. Und deshalb bin ich da und sage, komm, wir pimpen das mal ein bisschen auf. Finde ich ein ganz spannendes und wichtiges Thema, vor allen Dingen, weil es ja auch viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Ne? Was hat mein Zuhause eigentlich mit meiner Partnersuche zu tun? Inwiefern ist es vielleicht ein Spiegel? Inwiefern beeinflusst es sogar auch ein Stück weit meine Partnersuche? Da wollen wir ja heute auch mal drüber sprechen und vor allen Dingen auch vielleicht mal so ein paar Tipps verraten, was man besser lassen sollte und wo man vielleicht auch noch so ein bisschen pimpen darf, um es einladender zu gestalten. Was sind denn so, du hast ja gerade schon erzählt, du kennst die Situation gut, dass du bereits auch viele Singles begleitet hast, halt nach einer Trennung oder die sagen, Mensch, ich möchte jetzt neu durchstarten, mich neu verlieben. Was sind denn so deine bekannten No-Gos in einer Single-Wohnung, Männer wie Frauen, wo du sagst, das geht schon mal gar nicht, wenn ich da jetzt jemand Neues mit hinbringen möchte? Also im Grunde beginnt das ja schon vor der Haustür. Aber wir starten trotzdem mal im Schlafzimmer, weil das so spannend ist, weil man da ja irgendwann landen möchte, eventuell im besten Falle. Ich habe alles gesehen, alles in diesen 20 Jahren. Und fangen wir mal an mit dem Bett. Entweder ist es nicht gemacht, ist es schon mal No-Go, wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht jemanden zu mir hole.
Dann gibt es vielleicht zwei verschiedene Bettdecken. Eine ist mit HSV und die andere ist mit Blümchen. Keine Ahnung. Dann ist auf dem Nachtschrank steht noch ein Bild von der Ex-Frau an der Wand, eine Bildergalerie, die ganze Familie, wie sie lächelt auf dem Ausflug. Das gehört nicht ins Schlafzimmer. Also mir ist dieser Raum besonders wichtig, weil er hier, das ist so das kleine Refugium, wo man träumt, man abschaltet, man einfach sich eigentlich freuen sollte, diesen Raum zu betreten, weil man sich hier ganz nahe ist. Und hier braucht es eine ganz besondere Atmosphäre. Das heißt, wenn ich jemanden verführen will, ist diese Atmosphäre zwingend. Das heißt, wir haben vielleicht schönes Öl, wir haben eine gewisse Raumtemperatur, wir haben eine schöne Decke, am besten noch ein Laken über beide Matratzen, falls da, und eine schöne große Überdecke ohne Motive, ganz schlicht. Dafür vielleicht aber schöne Musik, Kerzen, wie gesagt, schönes Öl, schöne Bilder an der Wand, die entträumen lassen. Und einfach Gemütlichkeit. Es ist, Atmosphäre ist alles. Damit können wir gelockt werden. Und ob das jetzt grün oder rot ist, darüber kann man später streiten, wenn man sich ineinander vielleicht verliebt. Dann hat sowieso die Frau so ein bisschen diese kleine Gen, Dekorationsgen und versucht, peu à peu etwas zu verändern. Aber so die Base muss stimmen. Man guckt sich die Bücher an im Wohnzimmer. Ne? Man schaut sich die Schallplatten an, die Musik. Welche Musik hört er? Und hier kann man schon in dieser kleinen Welt so schnell erkennen, ob man da Parallelen hat oder ob es wirklich so weit auseinander liegt. Ob man wieder Lust hat, auch die andere Welt kennenzulernen oder ob sie einen völlig abturnt. Ich hatte eine junge Frau, süß, sie sagte: Conny, du siehst, ich liebe rosa. Ich sage: Ja, es war alles rosa. Käme vom Schlafzimmer aus. Die Wände rosa, die Bettwäsche rosa. Und gesagt, weißt du, wenn du einen Mann hier reinholen möchtest, dann ist der so wird er geschlagen von so viel Weiblichkeit, dass ich glaube nicht, dass er 1 Meter nur reinschafft. Das heißt, es muss immer ein bisschen Ausgleich dann geben. Und dann gab es viele kleine Teddybären, die noch auf dem Bett saßen. Und ich sagte, du bist eine Frau, du bist jetzt erwachsen. Guck doch mal, welches ist dein Lieblingsteddy? Der bleibt. Und die anderen können wir vielleicht ein bisschen zur Seite räumen. Dann lag da nur ein Kopfkissen. Ja, wenn er kommt, dann kaufe ich ein zweites. Nein. Leb so, als wäre es jetzt schon Realität, dass dein Schatz bereits da ist. Hab alles für ihn vorbereitet. Das ist ganz spannend. Gibt es viele Berichte darüber, dass man sich genau schon so einrichten sollte, als wäre man schon in dieser glücklichen Beziehung. Wo ist der kleine Raum im Schrank? Ist es keiner da? Aber schafft ihn doch. Bereitet vor, dass jemand, der kommt und vielleicht bleiben wird, sich schon bereits willkommen heißt, willkommen fühlt. Also es gibt so viele kleine Dinge im Wohnzimmer. Da muss kein voller Aschenbecher liegen. Das ist unsexy. Vielleicht kann man sich auch wirklich vorbereitet haben auf dieses Date, wenn jemand kommt, so sagt, hey, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, ich habe dich erwartet und ich habe ein bisschen vorbereitet. Und es steht auch schon das Sekt. Und nicht überall auf der Fensterbank vielleicht Kakteen, weil die Mama so ein bisschen weiblichen Flair da reingebracht hat, auf kleinen Häkeldecken. Nein, aber die Wohnung spiegelt so viel. Und oft ist es gar nicht mehr der Mensch, der sich mit all dem identifiziert. Also es ist gar nicht mehr so. Dann komme ich rein und sage, diese Bücher liest du? Nee, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das habe ich gar nicht mehr so gesehen. Ich sage, können wir die loslassen? Ja, das bin ich nicht mehr. Ich hatte eine Single-Wohnung, ganz klein, eine Zimmerwohnung. Und er sagte zu mir, Conny, ich habe jetzt nur ein Single-Bett, aber ich habe überlegt, wir machen ein Hochbett. Ich sage, nein. Nein, weil kein Date will mit dir auf ein Hochbett. Außer, das ist so cool designt, aber das sah nicht danach aus. Machen wir aus diesem kleinen Raum doch wie eine Art Hotelzimmer. Ein wunderschönes, mit einem großen Bett, mit einem gemütlichen Sessel, mit einem Tablett, was man übers Bett fährt. Gucken wir einfach, was turnt uns Frauen auch ein bisschen an. So. Ich sehe aus der Sicht der Frau, aber berate natürlich auch die Frauen, wenn die Männer kommen. So. Da hast du schon, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, weil ich glaube, da kann sich auch jeder oder fast jeder mit identifizieren, dass man ja gerne auch so Ecken hat in der Wohnung, eben zum Beispiel auch im Schlafzimmer, wo das Bügelbrett steht.
Ja, solche Sachen oder wo zum Beispiel auch der Platz auf dem Kleiderschrank gerne genutzt wird, um Sachen zu verstauen, was dann ja auch gerne ein bisschen rumpeliger aussieht. Ja, aber ich habe ja quasi meinen Stauraum genutzt. Also ich glaube, das kennt ja auch jeder sowas, dass man dann eben nicht, wie du es gerade beschrieben hast, so einen Wohlfühlfaktor gibt, sondern es vielleicht eher zweckmäßig sieht. Ja, manche haben ja auch sogar ihren Arbeitsplatz oder Laptop im Schlafzimmer stehen oder auch Fernseher und ähnliches. Da fand ich das schon mal einen ganz wichtigen Ansatz zu sagen, das so wirklich auch vorzubereiten, als wenn es jetzt schon da ist und nicht zu sagen, okay, also wenn das erstmal ist, dann, ne, nehme ich eine zweite Bettgarnitur oder ich mache Platz im Kleiderschrank oder, sondern ich fand es einen wichtigen Hinweis von dir zu sagen, okay, ich tue einfach mal schon so, als wenn derjenige existent ist in meinem Leben, indem ich ihm quasi schon den Raum wortwörtlich einräume, ja, eben in Form einer zweiten Bettgarnitur oder eben Platz in meinem Kleiderschrank und so weiter. Und vielleicht auch im Bad oder ähnliches. Das fand ich schon mal ganz wichtig. Was gibt es denn noch so oder was hast du für dich vielleicht noch so für No-Gos erlebt, auch in anderen Zimmern, wo du sagst, das ist zum Beispiel, gut, klar, Geschmäcker, ne, sind auch unterschiedlich und die Wirkung, aber so vielleicht so ein paar markante Punkte, die sich aus deinem Arbeitsalltag immer wiederholt haben, wo du sagst, auch ey, das geht gar nicht, egal ob Mann oder Frau, das ist eigentlich fürs Gegenüber total unsexy, wenn ich jetzt in so eine neue Wohnung komme. Von der Wirkung her, gibt es da noch was, außer jetzt vielleicht kein Wohlfühlschlafzimmer? Also generell ist ja die ganze Wohnung. Ich trete in dem Moment vor der Haustür schon, es beginnt ja schon bei der Fußmatte. Wie sieht die aus? Ist die total zerschlissen? Man denkt so, okay, weil da beginnt das Zuhause. Dann gehe ich durch. Und das Erste, was mich herzlich willkommen heißt, ist ja meistens der Flur. Was ist das? Und da tausend Jacken und ich muss mich erstmal durchkämpfen, um ins Wohnzimmer zu kommen. Also ich mag zum Beispiel, wenn Menschen sich wirklich Gedanken machen, wie sie leben. Also spiegelt das sie wieder? Wie viele Wünsche deckt das ab? Wie viele Bedürfnisse? Es ist, ich weiß nicht, diese No-Gos. Für mich ist immer das Schlafzimmer, sagt ganz viel aus. Und wenn ich als Mann das schaffen möchte, dass ich eine Frau in dieses Zimmer locke, er hat es natürlich vorher schon Bereiche gegeben, wo man sagt, hey, gemütlich, ne? Vom gemütlichen Sofa, wo man sich gemütlich hinsetzt, nicht so eine harte Schale, vielleicht sogar noch eine Kunstdecke drüber, damit bloß keine Patina reinkommt, damit das neu wirkt. Also das ist auch so ein No-Go. Ich möchte in einen Raum kommen und ich möchte mich willkommen heißen. Ich möchte mich wohlfühlen und das schafft eben eine gemütliche Sitzecke und nicht so steril und kalt alles. Vielleicht, was macht einen Raum besonders? Es sind Kerzen, es ist schöne Musik. Ein großer Teppich vielleicht und dann eben ein gemütliches Sofa oder wo man sich hinlümmeln kann. Ein schöner Tisch, an dem man vielleicht isst, nachdem man gekocht hat. Küche sagt auch viel aus, aber für mich ist immer noch zentral das Schlafzimmer. Wie viel Wert legt jemand auf das Schlafzimmer? Wie wichtig ist ihm das? Dieser Raum, jeder Raum hat eine Bedeutung. Selbst ein kleines Bad kann ein Wellness-Tempel sein, wenn man morgens zusammen duscht. Selbst das ist ja schon ein Raum, in dem man sich aufhält und in dem man sich gern aufhalten sollte. Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, wobei ich immer denke, eigentlich, ne, wenn ich jemanden mitbringe, starte ich ja vielleicht erstmal im Wohnzimmer, ja, bevor es überhaupt mal zum Schlafzimmer kommt, weil manchmal kommt man ja gar nicht so weit, weil man eben, genau wie du sagst, vielleicht auch im Wohnzimmer schon irgendwas entdeckt, sei es jetzt Fotos von Partnern oder Partnerinnen oder eben irgendwelche Bücher und Themen, wo ich denke, oh Gott, damit beschäftigt sich derjenige, das ist so gar nicht meins, ja, also da geht es ja auch schon oft los, wobei ich aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Aussagen kann, Männer haben es ja in der Regel nicht so mit Dekokram wie wir Frauen zum Beispiel. Ich glaube, wir haben da dann eher so ein Faible für mal hier irgendwie ne, ein Dekostück oder eben Kerzen. Würde ich ja mal einfach mal jetzt eine steile These behaupten, dass das in der Regel bei Männern weniger ausgeprägt ist. Liebe Männer, nehmt es mir nicht übel, es gibt bestimmt auch andere, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, da sind wir Frauen doch ein bisschen. Ich nenne es mal dekolastiger, was das einfach angeht. Ja, wir neigen ja dann doch mal dazu, hier und da irgendwas aufzustellen, um einen Raum zu dekorieren und aufzuwerten. Aber was kann ich denn jetzt als Single Mann oder Single Frau explizit tun, zu sagen, okay,
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Wohnzimmer an. Dann können wir ja auch gerne noch mal ganz kurz aufs Schlafzimmer gehen. Was sollte ich als Single-Frau oder Mann beachten, wenn ich jetzt in so einer Kennenlernphase bin und die Chance hoch ist, dass ich in Kürze eben meine neue Bekanntschaft mit nach Hause nehme? Gibt es da vielleicht irgendwie Tipps von dir, wo du sagst, das sollte am besten einfach da sein, was vielleicht mit wenigen Handgriffen auch gleich eine ganz andere Wirkung hat für den Raum? Also ich bin ja die, ich verschiebe jetzt zu gern Möbel, ne? Wenn ich das Gefühl habe, es steht nicht richtig, es steht nicht einladend, bin ich da und verschiebe sofort alles. So. Und dadurch, dass ich ja nur mit den Dingen des Menschen arbeite, ist es mir nichts weg. Also es ist, ich arbeite ja mit dem, was er sich angeschafft hat. Außer er sagt, nee, es ist sowieso alles weg, es ist irgendwie doof, das bin ich gar nicht mehr. Wohnzimmer. Die, das Allerwichtigste ist, noch wichtiger als ob das Sofa groß oder klein ist, die Atmosphäre, die ich schaffe durch, es gibt Kerzenlicht, es ist aufgeräumt, nicht 20 Zierkissen auf dem Sofa, ich muss ja auch irgendwie auch noch Platz haben, gemütlich. Und ich finde, oft ist es einfach wirklich ein Teppich, der es nochmal gemütlich macht. Weil manchmal legt man sich vielleicht auf den Boden und erzählt da ein bisschen, wie die Kinder früher. Musik, Kerze, schönes Licht, ganz warm und eine gute Raumtemperatur. Ich habe keine Lust, wenn ich irgendwo reinkomme und sage, kann ich lieber noch mal einen Pulli von dir anziehen? Oh. So, und dann kommt eben schon fast das Schlafzimmer, beziehungsweise ich gehe auch ins Bad als Frau und gucke nochmal, sitzt meine Mascara noch, bevor ich gleich wieder zurückgehe zu ihm. Das sagt auch so viel aus. Ne? Was steht da? Was für ein Duft? Man ist ja neugierig, man inspiziert so ein bisschen. Ja. Oder duscht da, was ich mit so einem, keine Ahnung, ist es so ein Drogeriecharakter, ganze Wannenrand voller, keine Ahnung, duscht das und wie es alles heißt. Oder sind es auch ein bisschen schönere, ein bisschen nettere Düfte mal. Nicht so 0815. Also, man muss nicht viel haben, aber dieses Wenige, finde ich, drückt schon viel aus. Ob jemand darauf Wert legt, auch auf besondere Pflege und einen besonderen Raumcharakter eben zu schaffen. Auch ein Bad verrät ganz viel. Kann ich Ne? nicht unterschreiben, muss ich ganz Wie ehrlich sauber ist die Toilette? Ne? sagen. Ich mache das, muss ich gestehen, ganz oft oder habe es ganz oft gemacht, weil das oft extrem aufschlussreich ist und ich in meiner Singlezeit ganz oft da Utensilien gefunden habe, die noch zu irgendwelchen Exen gehörten, irgendwelche alten Tamponpackungen oder Damenschmuck. Ja, oder was auch immer, oder auch noch BHs, die da irgendwo an der Tür hingen, wo ich dann dachte, okay, ja, also es ist definitiv aufschlussreich, was man da so findet. Das kann ich auch unterschreiben. Und ich denke mal, das hast du ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass eben im Grunde letztlich egal ist, ob es jetzt der Flur ist, das Bad, das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer. Dass es halt einfach einladend ist mit einer eben, ne, mit einem, ich glaube, da sind wir uns einig, dass eben ein angenehmes Licht da sein sollte. Dass es, denke ich, betrifft auch alle Zimmer mit einer gewissen Aufgeräumtheit, ja, dass ich dann nicht in so eine Messi-Bude komme, wo ich erstmal alles beiseite schieben muss, damit ich quasi den Weg zur Toilette finde, so ungefähr. Ja. Oder ne, ich glaube, zum Und der Beispiel. Geruch auch. Wie riecht eine Wohnung? Wie riecht dieser Mensch? Wie sauber riecht das? Selbst wenn er rauchen sollte, selbst wenn er in der Wohnung raucht, aber ich will das da nicht riechen. Das heißt, ne, was für einen Anspruch hat er auch an sich selbst, wie er lebt? Das finde ich schon sehr aufschlussreich. Und da guckt man einfach, passt es oder passt es nicht? Man kann vielleicht eine andere Ebene mit ihm finden. Man muss ja nicht in der Kiste landen. Man kann sagen, ey, wir haben einen guten Austausch gehabt. Das gehe ich wieder, weil ich glaube, wir betrachten die Dinge einfach völlig unterschiedlich. Die Bücher, die jemand liest, ne? Die Musik, die jemand hört. Das ist schon. Ja, ich finde es mal einen ganz spannenden Ansatz. Also ich zum Beispiel kann mich an ein Erlebnis auch erinnern, wo ich einmal mitgegangen bin vor vielen, vielen Jahren. Und da hatte ich wirklich das Problem, dass das Sofa zum Beispiel total zugemüllt war. Auf der einen Seite, da lagen dann Zeitschriften, da lagen Bücher, da lag der Laptop. Sprich, ich musste das alles erstmal irgendwie zur Seite schieben, damit ich mich da quasi mit hinsetzen konnte. Ja, weil die zweite Hälfte, es war also ein relativ kleines Sofa, ich glaube, es waren nur zwei Sitzer, wirklich komplett belegt war mit eben, ne, Büchern, Zeitungen, Laptop, was auch immer, so dass eigentlich gar kein Platz für eine zweite Person war. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Weil ich dann gedacht habe, hier, ich muss jetzt erstmal quasi alles beiseite schieben, damit ich mich damit. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte gesagt, oh, du hast mich nicht erwartet. Ich glaube, es ist besser, wenn ich wieder gehe. Also ich möchte mich auch erwartet fühlen. Selbst wenn ich vielleicht nicht nach dem ersten Date bin, zu ihm nach Hause gehe. Aber falls dann doch, dann weiß ich, er hat es vorbereitet. Und das finde ich schön. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und selbst wenn er sonst ein Chaot ist, aber ich will auch keine vollen Müllsäcke noch im Flur stehen haben. Ich will nicht, dass es aus der Küche stinkt, weil da einfach noch so viel rumliegt, so viel Altes, so viel Pfützen von letzter Woche. Das ist für mich ein No-Go. Ich hätte wahrscheinlich Lust gehabt, dann aufzuräumen, gesagt, du, ich glaube, du brauchst eine kleine Wundkosmetik, hätte ich dann gesagt. Aber ich hätte mich nicht wertgeschätzt gefühlt, weil er muss ja davon ausgehen, dass ich vielleicht mit zu ihm gehe oder umgekehrt. Und dann ist da nichts vorbereitet. Wenn das Sofa voll ist, dann weiß ich, hat er nicht damit gerechnet, dass ich komme. Und dann gehe ich auch wieder. Okay. Also da bin ich auch dann, nö, dann ist es für mich auch so, nö. Also ich bin da ganz extrem. Weil ich finde, man kann sich ein bisschen Mühe machen, ne, um jemanden zu erobern. Ja, also ich kann mich, wie gesagt, deshalb habe ich gerade erzählt, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, das ist mir also wirklich haften geblieben, weil es extrem war, ja, also wirklich die Seite freizuräumen, um überhaupt nebeneinander sitzen zu können, ohne dass ich jetzt mich quasi in den Sessel gegenüber hätte setzen müssen. Ja, und das ist mir auch so im Gedächtnis geblieben, wo ich gedacht habe, genau, es gibt einem nicht dieses Gefühl, man ist willkommen. Ja, ich muss mir wortwörtlich ja dann erstmal Platz schaffen, um mich da hinsetzen zu können. Gibt es denn sonst noch, also wir haben ja jetzt, sage ich mal, für alle Räume so übergreifend gute Beleuchtung. Ja, wir haben mit Gerüchen gesagt, wir haben aufgeräumt gesagt. Gibt es sonst noch irgendwas Spezielles, wo du unseren Zuschauern vielleicht was mitgeben könntest, wo du sagst, das solltest du vielleicht in Zukunft mal ändern, wenn du eben in Betracht ziehst, deine neue Bekanntschaft, egal ob sie jetzt schon da ist oder noch nicht, aber eben wenn du auf der Suche bist, ist es ja immer wahrscheinlich, dass irgendwann jemand in dein Leben platzt, was du denen empfiehlst, auf jeden Fall nochmal zu verändern, also ohne jetzt großen Aufwand, weil das finde ich auch wichtig, weil ich glaube, sonst denken die, die uns jetzt zugucken, oh Gott, jetzt muss ich meine ganze Wohnung renovieren oder umbauen, ja, mit einem riesen Eck. Und das soll es ja dann auch nicht sein. Also was können denn unsere Zuschauer vielleicht mit wenigen Handgriffen und dem, was bereits da ist, tun, um einfach ihr Zuhause einladender zu gestalten, damit da möglichst eben der Flirtfaktor auch rüberkommt? Das ist für mich so schwer zu sagen, weil es bei jeder Wohnung was anderes ist. Deshalb habe ich gesagt, wenn die Leute nicht in Hamburg sind, schickt mir eure Bilder und ich zeige euch mal ganz schnell so ein paar Handgriffe, was ihr jetzt tun könnt vom nächsten Date. Oder die schicken mir, wenn sie, ja, die schicken mir einfach Bilder oder ich komme vorbei. Wenn die in Hamburg sind, komme ich direkt vorbei, schieße einmal durch, mache anderthalb Stunden alles schickibicki und dann können die sich freuen. Und dann haben die zumindest so eine kleine Base, dass sie sagen, okay, es ist hier soweit alles schön. Ich habe geachtet, ich habe Kerzen, ich habe Musik, der Raum ist nicht zu kalt. Ich habe eine frische Bettdecke, falls wir da landen. Es ist alles frisch bezogen, es mieft nicht mehr noch jemand, der davor lag. Finde ich auch ganz wichtig. Und den Rest würde ich am liebsten, so mag ich es ja, vom nächsten Date, Pimp up my flat, würde ich einmal durchjagen, anderthalb Stunden und alles schickibicki machen. Ja gut, das wäre ja auch das Angebot an alle Zuschauer zu sagen, okay, ich meine, wir verlinken hier ja sowieso im Infokasten beziehungsweise in den Shownotes deine Links. Das heißt, wenn da jetzt ganz individuelle Fragen sind, das ist natürlich auch jede Wohnung, jedes Haus ist anders, ja, jeder Einrichtungsstil ist anders, dass man da natürlich nicht so eine One-Fits-All-Lösung treffen kann. Also wer da vielleicht sich ermuntert fühlt, vielleicht sein Zuhause mal auf den Grund zu gehen, wo man vielleicht hier und da noch so ein bisschen was sehen kann, der darf dann natürlich Conny auch gern kontaktieren für eine individuelle Beratung. Entweder habt ihr ja gerade gehört, offline vor Ort hier im Hamburger Großraum oder eben online via Videocall und Fotos. Genau. Aber ich fand das schon mal ganz wichtig. Ich glaube, du hast auch unseren Zuschauern das so ein bisschen sensibilisiert, dass es durchaus ein Spiegel ist, weil ich glaube, das haben viele einfach nicht auf dem Zettel, ja, dass es was macht vom Eindruck, von der Wirkung. Eben wenn ich, ne, irgendwo reinkomme und da stehen im Flur zum Beispiel 10 Paar Schuhe rum und 5 Paar Jacken. Ja, das ist ja auch so ein Klassiker im Eingangsbereich, weil viele das eben nicht als Raum sehen, sondern nur so als Durchgang. Aber es ist ja letztlich der erste Berührungspunkt in der Regel mit einer neuen Wohnung. Also ich kenne eigentlich keine Wohnung,
wo nicht der Flur als erstes kommt, egal wie groß oder klein er ist, aber in der Regel stehe ich ja erstmal im Flur, von dem ich dann aus in die weiteren Räume gehe. Und insofern finde ich, ist es dann schon auch wichtig, ne, zu wissen, dass ich sowas, wie du gerade gesagt hast, dass ich eben ausreichend Bettgarnituren habe, dass ich vielleicht auch genügend Stühle habe zum Sitzen, ja, und nicht nur einen Stuhl in der Küche, weil ich vielleicht jahrelang schon solo bin. Ja, Ne, oder solche zum Sachen. Beispiel, wenn wir in der Küche sind, wir haben vielleicht Lust zusammen zu kochen, sind das schöne Öle? Ist es jemand, der auch gern kocht? Oder selbst wenn das nicht kann, aber er schöne Zutaten, also er legt ein bisschen Wert auf Qualität. Es muss nicht viel sein, aber das, was wir haben, ne, sollte, finde ich, da achte ich schon ein bisschen auf Qualität. Das sagt auch viel aus. Was für ein Besteck, was für Teller, sind die Tassen alle, haben die alle Motive? Keine Ahnung, Schweinchen, Hasen, Katzen und so weiter. Also es sagt ja viel aus. Man hat ja sofort Raster, Raster, oh, verspielt, ah, okay, das kleine Kind, der kleine Junge, ah, oh, okay, hier ist die Mutti zu Besuch. Wer hat das hier eingerichtet? Man rattert ja die ganze Zeit, wenn man irgendwo sitzt. Man, also es geht mir als Frau, weil ich ja in allem was lese. Und manchmal passt es gar nicht mehr zu den Menschen, das weiß er auch und will eigentlich schon längst was verändern. Dann kommt eine Frau und denkt, oh, und er denkt, Scheiße, ich wollte es doch verändern, aber jetzt ist es vielleicht irgendwie verkackt. Also, das Zuhause ist die Base und es ist so, so wichtig. Und ich habe immer Lust, den meinen Kunden das so schmackhaft zu machen und mal genau hinzuschauen, was ist das, was ihr habt? Braucht ihr auch so viel? Was ist das Wenige, was ihr wirklich liebt? Also, ja gut, nach 20 Jahren hat man natürlich echt viele, viele Geschichten, schöne Geschichten und ich hoffe, es hört niemals auf. Finde ich ein ganz wunderschönes Schlusswort. Und vielleicht dürfen wir auch noch darauf hinweisen, dass wir zwar ja auch eine wunderschöne Kooperation geplant haben, nämlich genau dafür, wo wir ja, im Grunde genommen Single-Coaching mit deinem ja, Zuhause verbinden, wie du das auch Ja. kannst, um ein Land zu gestalten. Mehr werden wir jetzt noch nicht verraten, da werden wir dann Freue noch mich informieren. total. Nur, dass du das schon mal gehört hast, da haben wir beide uns auch schon was überlegt, gerade im Hinblick auf den kommenden Frühling, der ja jetzt bald wieder anklopft. Ja, Frühlingsgefühle ins Haus holen, wortwörtlich Faktor ins eigene Zuhause holen. Und da werden wir euch dann auf jeden Fall noch rechtzeitig informieren. Conny, ich danke dir ganz herzlich für diese ganzen Impulse. Ich glaube schon, dass du unseren Zuschauern das vermitteln konntest, da einfach mal vielleicht mit einer anderen Brille durchs eigene Zuhause zu gehen und zu gucken, ne, wie wirkt eigentlich mein Zuhause durch die Brille eines anderen Menschen, der vielleicht zum ersten Mal geht, weil man selber sieht ja seine Wohnung nicht mehr, weil da gibt es halt so ein paar Rumpelecken und da steht halt auch mal was rum. Würde ich mich jetzt belügen, wenn ich sage, ist bei mir nicht der Fall. Ja, aber ich glaube, man verliert ja dann selber den Blick, weil man ja halt ständig in dieser Umgebung ist. Aber jemand, der eben zum ersten Mal reinkommt, das wissen wir ja selber auch, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, jetzt mal ganz losgelöst von irgendwelchen amorösen Avancen, selbst wenn man irgendwo zu Freunden zum Geburtstag geht, ja, dann nimmt man ja deren Umfeld auch ganz anders wahr, als wenn ich mich da jeden Tag, Tag ein, Tag auch drin bewege, würde ich sicherlich viele Dinge auch nicht mehr wahrnehmen. Und das, glaube ich, hast du ganz wunderbar geschafft, unseren Zuschauern zu vermitteln, da mal mit der Brille des anderen durch die eigene Wohnung zu laufen und sich wirklich vielleicht auch mal zu hinterfragen, würde ich mich so, wie es jetzt gerade aussieht, wirklich willkommen fühlen und eingeladen fühlen. Ne? Ja, es gibt viel zu tun. Ich freue mich richtig auf den Frühling, auf unser Projekt. Ja. Ich mich auch. Und ansonsten sage ich erstmal danke für deine Zeit, danke für die wertvollen Impulse und wie gesagt an unsere Zuschauer, wenn noch irgendwas ist, wenn du Fragen hast, wenn du dich beraten lassen möchtest von Conny, dann check gerne mal den Infokasten beziehungsweise die Shownotes und dann kannst du Conny direkt kontaktieren, um dein Zuhause ganz individuell, ja, Ja. ich möchte nicht sagen den Frühjahrslook, weil es ist ja Jahreszeit unabhängig, aber auf jeden Fall, Verführerisch. genau, Verführerisch. den Flirtfaktor zu verleihen, nennen wir es Ja. mal so. Insofern Ja. danke für deine Zeit, danke fürs Zuschauen. Bis zum Sehr nächsten gerne. Mal, wenn es wieder heißt, auch die Liebe, weil du es dir wert bist. Mein Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.